Hallihallo, hallo, meine lieben Freunde und Gamer-Gemeinde. Herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von mir, Wyatt, für euch. Wir spielen Ori and the Blind Forest. Warum gerade dieses Spiel? Und Gamer-Gemeinde, herzlich So, willkommen. Kurze Pause, ich muss Ton ausmachen. So. Ich habe nebenbei selber Twitch laufen, weil ich keine zwei Monitore habe. Muss ich das ein bisschen anders alles tüfteln und machen und tun? Wir gehen erstmal in die Option, denn da sehen wir schon, ich habe nun ein halbes Display, weil ich auf der anderen Seite die Kommentatoren oder Kommentarbox habe. Ich brauche dieser sogar, denn ich will ja auch eure Kommentare lesen. Und so kann ich das halt. Darum ist es auch nur 140 mal 985. Aber das soll uns nicht stören. Wir springen. Im Übrigen ist das ein Let's Play für mich. Weil ich das Spiel noch nicht einmal gespielt habe. Also wenn ich jetzt Spiel Start drücke, ist alles neu. Wirklich alles neu. Nun, viel Spaß. Oder besser, lasst uns beginnen. Okay. Es gibt... Gut. Es gibt eine Menge. Okay, es gibt 10 Speicherplätze. Wir nehmen den ersten. Brauchen wir nicht immer so lange suchen. Okay, das sind wir. Okay. Nur dann, der schnellste sind wir nicht. Aber wir können hüpfen. Juppidu. Schwalben. Schwalbennest. Nu, mal schauen, was uns hier erwartet. Es könnte sein, dass der Ton, also die Spielmusik und die Spielesprache und alles Mögliche etwas leise ist. Das liegt aber daran, weil ich mit einem Aufnahmeprogramm arbeite, mit Action. Und ich habe die Qual der Wahl, entweder mache ich das Spiel lauter als mich, oder ich mache mich lauter als das Spiel. Gut, was hättet ihr getan, ne? Huch, was bist du denn? Okay. Ach, wie schön. Ich denke mal. Okay. Okay, das sind wir. Ah, der bewegt sich auf jeden Fall ein bisschen schneller und kann auch höher hüpfen. Sehr cool. Ah, schönes Spiel, wirklich. Also, die Grafik in 60 FPS ist abnormal cool. Also, wirklich, Freunde. Ja. Ah, schön. Oh, toll. Ach so, den haben wir jetzt gekennzeichnet. Den haben wir schon gedünstet. Essen besorgt für so. Auch schön, wirklich. Oh. So viel Essen für uns.
Okay. Er ist noch, oder er, sie, kann ich jetzt nicht sagen, ist noch am Essen und wir sollen noch da anscheinend. Oh nee, echt? So, jetzt sind wir wieder der, die. Oh Gott, guck mal, wie er läuft. Er ist ganz schlapp und K.O. und keine Ahnung. Hat selbst keine Kraft mehr. Okay. Was denn hier passiert? Um Gottes Willen. Da ist nichts mehr. Oh Gott. Das ganze Wasser ist auch weg. Drei, zwei Stück noch. Oh. Jetzt aber schnell zurück. Oh Gott, guckt euch mal den Wald an. Ja, hier hat er noch gegessen. Hier hat er uns hochgeschmissen. Hier haben wir zusammen die Brücke gebaut. Hier wurden wir geknuddelt. Was ist das denn? Oh Gott, das sieht ja eklig aus. Und hier haben wir zusammen Essen gefunden. Der Wald ist so verkommen. Und hier wurden wir ganz schnell reingeholt. Keine Ahnung warum. Nein, ne? Bitte nicht. Nein, oder? Oder? Ach nein. Oh Gott. Er war auch schon so schwach. Er ist nicht mehr. Aber wir können das immer noch nicht glauben. Wir bleiben noch bei ihm.
Ich will nur kurz mich entschuldigen, falls meine Atmung als das Spiel Einfluss das Spiel stören sollte. Aber ich bekomme ein bisschen schlecht Luft, mein Hals ist ganz dick und ich tue das trotzdem für euch immer noch. Darum verzeiht es mir, wirklich verzeiht es mir, aber ich kann dagegen leider nichts machen. Weiter im Spiel. Wir sind tief deprimiert, weil unser bester Freund. Weil unser bester Freund gestorben ist. Wir können auch nicht springen. Kein Lebenswille wirklich mehr. Oh Mann. Oh nein, jetzt sind wir auch noch verletzt. Oh nein. Wir sind auch kurz davor zu sterben. Ja, Freunde. Aha. Was denn du? Eine Blume? Okay, ganz viele Blumen. Ah. Der Baum. Dann möchte jemand, dass wir zurückkommen. Spiel gespeichert. Okay. Jetzt haben wir auch Energie, wie man sieht. Glaube ich zumindest. Und okay, wir sind richtig flink auf einmal. Waldsenke. Weh, okay. Zack. Und. Ah, okay. Also da rein, das ist nicht gut. Wir müssen auf jeden Fall hier unten lang. So und. So. Ah, okay, so können wir runterspringen. Ja, toll. Also das ist natürlich Betrug. Ah, sorry, weil mein dicker Hals, ich hab's ja eben schon mal erwähnt, meldet sich gerade. Okay, lila Wasser, ich glaube, da gehen wir mal nicht rein, weil ich glaube, das ist nicht so dolle. Ah, okay, ein Lebenspunkt mehr. Du hast einen Lebenssplitter gefunden. Sammel diese Splitter ein, um deine Vitalität wiederherzustellen. Okay, ein halbes Herz aus Zelda. Ja, ich benutze gerne Zelda, ich mag das Spiel. Du hast eine Energiezelle gefunden. Jetzt kannst du mehr Energie einsammeln und nutzen. Denk daran, dass du mit dieser Energie eine Seelenverbindung erzeugen und dein Spiel speichern kannst. Drücke B, halte B gedrückt, um Seelenverbindung zu erzeugen und dein Spiel zu speichern. Oh Gott, wir müssen also Gegenstände einsammeln, um unser Spiel zu speichern. Oh, das kann doch bisschen gemein werden. Oh Gott, hat der mich jetzt gerade erschreckt. Was ist hier gerade passiert? Der kam von da, ist auf uns. Ja. Du hast etwas Geisterlicht gefunden. Wenn du den so füllst, erhältst du einen Fähigkeitspunkt. Ah, okay, es gibt also auch Fähigkeiten. Okay.
Okay, was denn? Drücke X, um das kleine Licht aufzunehmen. Okay, mache ich. Meine Kraft kehrt zurück. Ich bin Stein. Ich bin Zane, das Licht und die Augen des Geisterbaums. Ich hatte mich in dieser Schlucht verirrt, als sie im Griff lockerten. Ich kann dich auf deine Reise führen, wenn du das möchtest. Und doch. Und doch. Hörst du das? Sie müssen dir hierher gefolgt sein. Oh Gott. Was zu der Hell? Was ist. Was seid ihr denn für Dinge? Lasst mich in Ruhe. Ah, okay, wir können mit X angreifen jetzt. Ah. Okay, das ist doch nicht schlecht, muss ich zugeben. Gefällt mir ganz gut. Bam, 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 bam. Komm her hier. Zane macht dich alle, Stein. Ihre Lichter werden zu mir zurückkehren, sprach einst der Geisterbaum. Okay, ich rede jetzt normal, sorry. In der Senke hinter der Höhle werden wir ihn finden. Vor uns liegt ein Weg. Okay, das ist die Karte. Da müssen wir hin. Höhlenhain. Okay, aber erstmal will ich die Punkte noch haben. Drücke, um die Karte anzusehen. Ja, haben wir doch hier. Okay, da sind wir. Und da müssen wir hin. Na dann, viel Spaß. Ah, das gibt Punkte. Immer her damit. Immer her damit. Alle Punkte will ich haben. Du hast einen Fähigkeitspunkt erhalten. Erzeuge eine Seelenverbindung mit B, gespeichert. Was? Tippe B, um deinen Fähigkeitsbaum aufzurufen. Erfahrung. Dieser Ball zeigt. Hä? Dieser Balken zeigt an, wie viel Geisterlicht Ori eingesammelt hat. Absorbiere noch Blabla, um weitere Fähigkeitspunkte zu erhalten. Wiedererwecken ermöglicht es erneut Benutzen von Seelenverbindungen und verkürzt die Abklingzeit. Geistermagnet. Die meisten Sammelobjekte werden nun von Ori angezogen. Flammensalve ermöglicht es dir, drei Flammen abzufeuern, bevor du nachladen musst. Was nehmen wir denn? Also ich wäre ja für. Nehmen wir Geistermagnet. Wird hoffentlich passen. So. Au. Okay, dass wir die nicht berühren dürfen, wusste ich nicht. Na doch, wusste ich aber. Ja. Moment, komm hier nochmal. Ah. Wusste ich doch. Ey, wollte doch, da war da was. Ach, das ist. Oh. Das war auch ein Gegner? Wie gemein war das denn? Nur der schießt. Okay. So, mal gucken. Jetzt müssten wir theoretisch gesehen da auch durchkommen, oder? Ja, das war mir schon klar. Was haben wir denn hier? Geisterportal ist uralte Strukturen, die durch die Wurzel des Geisterbaums verbunden sind. Nutze ihr Licht, um deine Kraft zu erneuern, wann immer du erschöpft bist. Ja. Halt, X. Spiel. Ah, das sind Speicherpunkte. Sehr schön. Gut zu wissen. Ach so, wir haben auch eben nochmal so ein blaues, komisches Ding bekommen. Wo wir selber Speicherpunkte mitrufen können. Au. So, mal gucken. Wir müssen auf jeden Fall hier hinten rüber. Ja, aber da kommen wir nicht lang. Was sollen wir denn machen? Hä? Was?
Okay. Ich glaube, wir haben mehr Geld bekommen. Ich bin mir aber gerade unsicher. Was sollen wir denn jetzt machen? Wir müssen doch da oben lang. Wir müssen doch da hoch. Also müssen wir da oben lang. Okay. Darum kommen wir aber nicht lang. Was wird getan? Na toll, Speicherpunkt toll gesetzt. Na. So ein Käse, wirklich. Können wir irgendwie da so ein Ding aufrufen? Hier? Aber anscheinend nicht. Na toll, das bringt uns nichts. Wir müssen irgendwie da hochkommen. Hier oder hier? Aber wir kommen da nirgendwo hoch. Gott, war das knapp schon wieder. Und hier können wir auch nichts machen. Was müssen wir machen? Das ist eine echt, echt gute Frage. Ich habe keine Ahnung. Uch, ich will da nur hier hoch. Und das nur, weil wir nicht da hinkommen. Da. Okay, ich habe nichts gesagt. Tut mir leid, was ich eben gesagt habe. Ich habe nichts gesagt. Mein Name ist Hase, ich weiß von nix. Da und da. Oh, das wieder. Au, da war wieder ein Gegner. Was haben wir? Oh, was ist das? Du hast einen Schlüsselstein gefunden. Schlüsselsteine werden benötigt, um Geistertore zu öffnen. Bedenke, dass für jedes Geistertor eine andere Anzahl Schlüsselsteine benötigt wird. Meine Güte. Nötig ist. Benötigt wird. Das ist dasselbe in meinem Wortschatz. Ich weiß, es ist nicht. In meinem schon. Huch. Was? Ah. Okay, wir können auch Sachen greifen. Gut, das wusste ich auch noch nicht. Ne, hier unten muss es noch was geben. Sonst wäre der Weg nicht da. Ah. Dieses Geistertor blockiert unseren Weg. Vor dem Tag der Verfalls waren die Tore ein sicherer Schutz. Die erforderlichen Schlüsselsteine müssten ganz in der Nähe sein. Um den Geisterbaum zu erreichen, müssen wir die Geisterhöhle passieren, die hinter diesem Tor liegt. Ja, hab ich doch. Was willst denn du von mir? Ach, sind easy. Oh, sind's zwei. Na toll. Okay, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Da vielleicht noch eins drin. Gucken wir erstmal. Haha, wer hätte das denn gedacht, hä? So, der auch weg. Du hast einen Energiesplitter gefunden. Energiesplitter stellen die Energie von Oris Energiezellen wieder her. Das klang wie ein Heiltrank. Ja, klang halt so. Und ist es ein Heiltrank. So, was nehmen wir jetzt? Karten? Nee, Karten markieren. Neu gruppieren? Was? Wiedererwecken nehmen wir mal. Ist, glaube ich, das Sinnvollste. So. Sup. Jup. Sehr schön. Zack. Zack. Ich bin extra hier oben lang wegen dem Gegner, weil wir da nochmal ein paar Punkte bekommen. Kriegen wir von dem dann auch noch Punkte? Ah, na gut, Energie ist fast dasselbe. So. Sesam, öffne dich. Zack, zack. Ah, okay, das Tor geht wirklich cool auf. Ja. Au. So. Geisterhöhle, Höhlen, nein. Wir müssen eigentlich in den Höhlen, nein. Wir gehen aber erstmal in die Geisterhöhlen. Ja, hätte er uns. Hat er uns. Nee, der hat uns getroffen, oder?
Geisterhöhlen. Nein, er hat uns nicht getroffen. Schluss aus. Okay, da brauchen wir wieder so ein komische Dinger. Oh, war das knapp. Weil ich nur hier auf dem kleinen Bild spiele, sehe ich das so gut wie gar nicht. Also, Freunde, das dürft ihr mir ruhig verzeihen. Komm runter. Yeah. Immer mehr Erfahrungspunkte. Immer schön her. Guck mal erstmal, was hier ist. Denn das interessiert mich ja schon. Da war ein bisschen Energie mit dabei. Das ist schön. Wir gehen mal weiter runter. Erstmal schauen, was wir hier überhaupt noch alles haben. Okay, diese komischen Schleimgegner sind schon echt merkwürdig. Was ist das denn? Ori, dies ist ein Kartenstein, einer der vielen uralten Markierungen, die dazu dienen, eine Landkarte des Waldes anzufertigen, während er wuchs. Ein Teil fehlt. Wenn wir das Kartensteinfragment finden, sind wir vielleicht in der Lage, ihn zu reparieren. Kein Thema. Also, da ist es doch schon. Oder? Nein. Nee. Haben wir leider noch nicht. Schade, schade, schade. Erstmal machen wir um den Gegner noch tot. Oh, er hat uns tatsächlich getroffen. Ich glaub's ja nicht. Ich fass es nicht. Hier unten bin ich. Huhu. Sehr schön. So, mal schauen. Was haben wir denn hier noch? Noch mehr Gegner. Okay. Oh, der ist weg. Oh Gott, wir kommen da nicht mehr hoch. Naja. Ich hoffe, wir haben uns echt nicht verlaufen. Das wäre gar nicht gut. Wenn wir jetzt wirklich von neu anfangen müssen. Nee, das ist alles andere als Knorke. Oh, au. Alter. Ja, ich muss das Feuersalve-Ding nochmal nehmen. Habe ich so, glaube ich, so im Gefühl. Damit wir dreimal schießen können. So, Spiel gespeichert und Feuersalve. Ja, das ist schon mal besser. Jetzt können wir dreimal schießen. Ich hätte das mal von Anfang an nehmen sollen. Die Musik ändert sich so komisch. Da waren jene, die sich die Hoffnung zuwandten. Okay. Das Licht des Geisterbaums lebt in uns allen. Er ist der Grund dafür, dass wir leben. Er ist der Grund dafür, dass wir wachsen. Als er von vielen Jahren dazu aufrief, nach dir zu suchen, wurden wir von unserem Feind angegriffen, verwundet und getötet. Nun sind diese Sammelbäume, Stammbäume, alles, was noch übrig ist. Komm jetzt näher und spüre das Licht von Phil, dem Geist darin. Okay. Du hast den Wandsprung erlernt. Um diese Fähigkeit zu nutzen, musst du dich unter Verwendung von Bewegen zu einer Wand hinbewegen und dann wiederholt A drücken, um daran nach oben zu springen. Die Seelenverbindung ist bereit. Die nutzen wir auch gleich. Plüpp, weil ich speichern wollte. So, meine lieben Freunde und Gamer-Gemeinde. Das war's erstmal vom ersten Part. Ja, ich hoffe, euch hat's gefallen. Mit meiner Erkältung tut mir leid. Meine Nase läuft also. Ja, alles nicht so prickelnd. Ja, wie gesagt, ich hoffe, euch hat's gefallen. Mir hat's wirklich sehr gefallen. Es ist ein interessantes Spiel, ich werde es auf jeden Fall weiterspielen. Ich weiß nur nicht genau, ob ich das bei Twitch weiterlaufen lasse. Aber ich muss wirklich sagen, Top-Spiel. Für alle, die bei Twitch zuschauen, gebt mir noch einen Daumen nach oben. Ein Follow vielleicht noch, dann könnt ihr immer sehen, was ich spiele, wann ich spiele, wo ich spiele, wie ich spiele.
Und was weiß ich nicht noch, was ich alles mit Spielen sagen kann. Und für alle YouTuber da draußen, falls ihr euch auf meinem Kanal mal verirren solltet und euch gefällt, was ihr seht, nicht sieht, seht, dann denkt doch mal an einen Daumen nach oben, an ein Feedback natürlich. Das ist für mich persönlich wichtig, das sage ich auch in jedem von meinen Videos. Ich glaube, das sage ich aber jetzt auch nicht mehr, weil das wird mir langsam auch nervig. Natürlich, wenn ihr wollt, auch das Subscriben nicht vergessen. Würde ich mich persönlich auch drüber freuen. So, Freunde, von mir war es das nun. Ich wünsche euch viel Spaß zum Schluss. Nein. Viel Spaß in den anderen Videos. Ha, habe ich doch nochmal die Kurve bekommen. So, viel Spaß in den anderen Videos. Und denkt immer an den Daumen nach oben. Dann wird man euch loben. Cheerio.